Ich hätte gerne den Typen wieder. Wo ist er? Da. Du kriegst das Ding jetzt nämlich zugeordnet. Dann darfst du dich nämlich um die mal erstmal vornehmlich kümmern. Jetzt überlege ich hier gerade, dieses Ding hier sieht irgendwie so aus. Jetzt könnte ich den hier, wenn ich den noch ausbilde, bringt das gar nichts, ne? Hier sind schon ein paar Sachen verloren gegangen, habe ich vorhin ja gesehen. Es geht aber. Nö, die sind diesmal gar nicht so viele. Habe halt kurz überlegt, ob man vielleicht da irgendwie noch was machen sollte. Die haben hier Hunger. Leute, oder könnte vielleicht hier hinten auch noch eine Fressbude hinbauen, ne? Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Ich glaube, das mache ich auch mal. Okay, Blueprints und dann, da kann ich das leider nicht machen, ja? Aber ich kann hier nach Foodshops gehen. Informationen gibt es nicht, Park Entrance, bla bla bla. Aber Foodshops, pass mal auf. Science-Ding, es gibt den Village Shop Small, bla, das ist ein anderes Ding als das da oben. Das ist schon mal gut. Das heißt, wenn ich das hier, kann ich vielleicht hier noch irgendwo hinsetzen. Nicht da. Wo ist denn hier? Ha, da sind zwei dran. Spannend. Dann setze ich ihn tatsächlich mal hier so hin, was? So. Er wird jetzt erstmal wieder ein bisschen natürlich was kosten, aber hoffentlich sein Geld auch mit der Zeit wieder reinbringen. Wir haben immer noch Plus gemacht diesen Monat, das ist also okay. Das können wir erstmal so behaupten, dass das sinnvoll ist, würde ich sagen. Wir haben wie viele Leute? Achso, das war der End of the Month. Wie viele Leute haben wir eigentlich zurzeit im Park? 800, schieß mich tot, das ist gar nicht so wenig. Das ist gar nicht so wenig, aber wir müssen immer noch mehr Geld mit unseren Rides machen, leider. Das hat bisher tatsächlich Minusprofit. Achso, der Monat hat wahrscheinlich auch gerade erst irgendwie angefangen oder so, oder Last Month. Ja, wir haben den auch irgendwie erst Mitte des Monats oder so gebaut. Wobei hier auch echt nicht viel los ist, ne? Das ist ein bisschen traurig. Können wir das hier irgendwie noch ein bisschen attraktiver machen? Vielleicht. Gift Shops. Village Head Shop. Castle Shop. Weiß ja nicht, was in einem Castle Shop so drin ist. Nein! Ah! Er hat es einfach gebaut. Nee, das ist auch ein Fantastic Heads. Nee, ganz ehrlich, ich möchte es wieder weghaben. Ich kriege nicht wieder alles Geld raus. Das war ziemlich dämlich gerade, aber naja, so ist das Leben. Jetzt ist natürlich die große Frage. Ich glaube, ich werde tatsächlich mal ein bisschen hier gucken, was kann ich denn so researchen? Tracks. Szenerie, tatsächlich, Theme. Western-Theme. Art Shapes. Facility ATM. Family Ride. Thrill Ride. Family Ride. Aha. Aha. Coasters. Ich möchte mal ATMs erforschen, glaube ich. Und ich stecke da auch mal ein bisschen mehr Geld rein, damit das möglicherweise schneller geht. So, Hier sind echt nicht so viele Leute, ne? Wir sollten hier versuchen, tatsächlich mehr Leute noch irgendwie hinzulocken. Die Frage ist, wie? Unter anderem natürlich, indem wir vielleicht hier noch mehr Rides hinsetzen. Dann werden die Leute da vielleicht nämlich dann auch noch lang gehen. Können wir eigentlich, warte mal, gibt es nicht irgendwie sowas wie Signposts oder so? Signs and Advertising. Da kann ich aber nicht irgendwie irgendwo hinzeigen, ja? Sieht nicht so aus, zumindest. Ein Planet Coaster sein. Guck mal, schick, oder? Das packe ich jetzt noch hier so hin. Pam! Kostet gar nicht so viel. Bringt auch noch ein kleines bisschen Szeneriepunkte. Aber du machst Plus, ne? Achso, ja, da. Du machst Plus. Perfekt. Perfekt. Du auch? Ja, du auch. Du machst auch Minus gerade. Okay. Achso, wahrscheinlich, weil er auch eben wieder kaputt war irgendwann. So ist das leider. Ich hatte ja auch überlegt, ob ich da irgendwie noch einen Weg rüber baue. Das ist natürlich jetzt mehr oder weniger gestorben, ne? Dammit. Naja. Muss erstmal so bleiben. Fürchte ich.
Langsam machen wir aber wieder. Ja, wir machen wieder ein bisschen Geld hier. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben hier natürlich die Construction Costs für diesen Monat, wobei wir da auch ein bisschen mehr ausgeben haben, als wir müssen. Und Park Management geben wir Staff Wages echt viel aus, ne? Krass. Inzwischen ist das schon echt viel geworden. Loan Pay. Oh, jetzt ist Insanity schon wieder kaputt. Das ist nicht wahr. Ständig gehen die Dinger kaputt. Kann man da nicht irgendwas tun, dass die irgendwie weniger. Inspection Schedule every 30 minutes. Machen wir das da. Und dann wird das hier alle 20 Minuten bitte inspiziert. Also alle von den Dingern werden alle 20 Minuten bitte inspiziert. Das geht ja gar nicht. Da hätte ich gerne auch eine. Und hier machen wir das. So. Eieiei, wie die Dinger alle kaputt gehen, ne? Die ganze Zeit. Fürchterlich. Ganz, 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 ganz fürchterlich. Marketingbonus. Ich habe da nicht so richtig viel Geld gerade für, fürchte ich. Dalt Groups, Team Groups, Family Groups. Wir haben irgendwie von allem so ein bisschen was. Average Ride Spend. Die gehen am meisten aus, ne? Die Teenager-Dudes. Average ATM Withdraws. Da sollten wir tatsächlich wahrscheinlich nämlich mal zusehen, dass wir irgendwelche Dinger da hinsetzen. Damit, die Leute, hier sind auch, das ist immer voll. Damit die Leute auch genug Geld haben, um überhaupt hier mit einem zu fahren, ne? Und dann wird es halt Zeit für eine Achterbahn, wahrscheinlich. Wo ist unser Geld gerade nochmal so hart runtergegangen? Wahrscheinlich mussten wir wieder Leute bezahlen oder so. Mit denen kann man auch nichts machen. Die sind einfach nur so da. Large Clock Tower. Pam. Hier so mitten in den See. Pam. Nein, habe ich kein Geld für. Also theoretisch schon, aber die machen echt nicht viel, die Rides, ne? Das ist krass. Naja, irgendwann wird es schon. Ich glaube, ich werde mal ein kleines bisschen hier die. Wir erhöhen mal ein bisschen den Speed. Dann kriegen wir vielleicht ein bisschen schneller Geld. Hoffentlich Insanity has been fixed. Ist schon mal gut. Da können die Leute endlich wieder gehen. Und dann sehen wir mal zu. Vielleicht, wenn wir die Zeit ein bisschen verschnellern, dass noch ein bisschen was fertig wird. Der ATM ist dann bald fertig erforscht. Dann ist hier ja wohl noch ein bisschen Geld wieder da. Monthly Profits gehen auf jeden Fall hoch gerade wieder. Das ist schön. Dann kann ich das nicht wieder zumachen. Doch, kann ich. Dauert nur einen kleinen Moment. Der Rest des Parks ist auch noch abgesperrt. Ne? Wenn ich mir das so angucke, hier kann halt überall noch theoretisch was hin. Aber da müsste ich halt hier irgendwo so aufmachen. Da gibt es einen Weg, da gibt es einen Weg und hier gibt es einen Weg, sodass man das theoretisch aufmachen kann. Weiß nicht, was passiert, wenn die Leute hier hinlaufen. Aber es sieht irgendwie gefährlich aus. Als sollte das nicht passieren. Aber dafür ist hier hinten dann auch viel Platz für irgendwelche Achterbahnen oder sonst irgendwelche Gedöns. Argo. Na gut. Park-Rating ist etwas hochgegangen. Monthly Profits waren tatsächlich gut. Allerdings nicht alles nur durch Attraktionen, das heißt, deswegen ging das insgesamt gerade noch so, deswegen sind wir noch nicht weiter. Unsere Bewertung ist gar nicht schlecht, wir haben viele Gäste und die Gäste sind auch durchaus glücklich. Und da ist, nein, halt, das ist die richtige Taste für die Geschwindigkeit. Unser ATM ist fertig, yay! New Items Available 4. Okay, Moment. Choose something to research. Wenn ich jetzt irgendwas noch. Typical Park Theme. Western Theme Scenery. Mach das mal. Erforschen wir das mal. Noch so nebenher. Okay, dann haben wir jetzt ATMs. Und da sollten wir vielleicht auch mal zusehen, dass wir irgendwie welche kriegen. Pirate ATM, Caribbean ATM Bank.
überlege, ob ich diese Dinger trotzdem da hinsetze, weil die sehen durchaus trotzdem ganz okay aus, finde ich. Die, als würden die trotzdem mehr oder weniger hier reinpassen. Finde ich tatsächlich. Aber da passen sie nicht hin. Da sieht das strange aus. Wobei ich glaube, hier die... Ich finde das, glaube ich, okay, wenn ich die irgendwo hier so in die Nähe packe, weil... Ich glaube, hier ist das, wenn wahrscheinlich, wo den Leuten auch durchaus das Geld ein bisschen ausgeht. Machen wir die mal da so hin. Pam, kosten das hier natürlich auch ein bisschen Geld. Ist eben so. Kann ich da eigentlich Geld für chargen? Tatsächlich, ich kann machen, dass das Geld kostet, Geld abzuheben. Das ist ja schön. Ich bin eine Bank, ich mache das so. Löp. Da ist ein ATM. Mit Liebe zum Detail gebaut. Kann ich noch weiter ranzoomen. Ist sogar, sind sogar zwei Planet Coaster Logos drauf. Guck mal. Das sieht auch irgendwie sehr, sehr crazy aus. Als möchte ich damit nicht fahren, ne? Also ich nicht. Andere bestimmt schon. Ich aber nicht unbedingt. Überall ein bisschen Musik. Lalala. Wir können natürlich theoretisch auch unseren Visitors Last Month, okay. Wir können natürlich tatsächlich auch unseren Eintrittspreis ein bisschen hochsetzen, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Ich mache es erstmal wieder schneller. Wir gucken mal, zum ATM geht niemand, ne? Doch, da gehen... Nö, die haben nur kurz geguckt. Will niemand zum ATM? Hier brauchen die alle gar nicht. Guck mal, ich dachte irgendwie, es wäre sinnvoll, einen zu haben. Da gehen sie hin. Okay, dann gehen sie wohl doch hin. I'm so glad ATM 4 ist hier. Naja, ne? Also wenn man zumindest ein, zwei Leute damit glücklich macht, die kosten ja, kosten die was im Unterhalt? Lifetime Profit. Monthly Running Cost 50. Ja, okay. Kosten tatsächlich was. Kosten quasi 100 zusammen, ne? Na gut. Aber wird schon irgendwie passen. Ich denke, das macht trotzdem Sinn, die da zu haben. Hier wird es langsam ein kleines bisschen voller. Das ist schon mal gut. Das ist insgesamt schon mal ganz gut. Allerdings sollte ich hier wahrscheinlich zusehen, dass ich hier noch irgendwas anderes mal bei Zeiten hinpacke. Was hatte ich angefangen zu erforschen? Scenery, ne? Ich glaube, ich werde mal noch irgendwelche komischen Rides erforschen. Wie wäre es vielleicht noch mit einem Thrill Ride hier hinten? Weil hier bis jetzt nur dieser eine doofe, langweilige Ride ist. Machen wir da mal 1000 rein, dann geht es auch noch schneller. Gehen wir natürlich wieder eine ganze Menge aus. Das Ding ist schon wieder kaputt. Es ist echt zum Weinen, ne? Wie sieht das hier bei meinem Staff aus? Sind die eigentlich halbwegs glücklich? Weil wenn die nicht glücklich sind, dann wird das auch nicht. Oh. Okay, Cassie Page ist, der findet auch immer noch, er sollte mehr Geld kriegen. Ja, komm, der kriegt auch nochmal Geld. Geben wir dem nochmal eine kleine Gehaltserhöhung. Genauso wie hier... Du kriegst auch mal noch eine Gehaltserhöhung. Du kriegst auch mal 140. Und du wirst erstmal noch ein bisschen ausgebildet und kriegst dann auch mal 140. Nee, 100, das ist ein bisschen viel. 140. Naja, vielleicht gebe ich dem mal 150. Der ist ja ein bisschen angepisst. Geben wir dem mal ein bisschen mehr Geld. Okay. Huch, alles, Hilfe, alles ist kaputt. Moment. Ah, ich sollte es langsamer machen, dann kriege ich das auch wenigstens mit. So, was ist jetzt alles passiert? Alles ist kaputt, ja? Das ist fix. Das ist kaputt. Und ein Research. Okay, das Ding ist kaputt. Das ist. Da waren gerade so schön viele Leute drin. Damn it. Aber ein Research Project ist fertig. Und zwar. Wrathland Theme Stuff. Und das ist jetzt was genau? Und können wir jetzt noch was Neues erforschen? Den möchte ich gerade gar nicht, aber. Western Theme. Was da? Oh, guck mal, das ist eine ganze Menge Stuff. Das ist tatsächlich eine ganze Menge Stuff. Multiple Rides are broken down. Oh Gott. Warum? Warum gehen die alle kaputt schon wieder? Das gibt's doch nicht. Es geht alles gleichzeitig. Hupala, alles gleichzeitig kaputt. Notification Settings. Kann ich die auch irgendwie killen?
Nicht so richtig, ne? Die bleiben da drin. Na gut, dann nicht. Huch, Hilfe. Ich drücke mal zu oft da drauf. Help! Help! Es geht alles kaputt. Das ist überhaupt nicht gut, ne? Das wird meinen monatlichen Profit wahrscheinlich auch ziemlich in die Knie zwingen gerade. Das ist nicht so schön. Haben wir da schon zwei Mechaniker? Die müssen das doch wohl hinkriegen eigentlich. Oh, Moment. Ein Research Project ist schon fertig. Was? Achso, das ist immer noch das von vorhin. Na gut, dann nicht. Ja, von da ganz unten. Okay, das ist schon ein bisschen her. Na gut. Na gut, na gut, na gut. In schnell ist das noch fieser. Noch fieser. Das ist auch fixt. Sehr schön. Ich möchte hier mal, könnt ihr das mal inspizieren, bitte? Das geht nämlich gleich auch schon wieder kaputt. Ich sehe das schon kommen. Das geht noch. War ja auch gerade erst kaputt. Das würde ich auch mal gerade... Und warum ist das so furchtbar teuer? Mach das trotzdem mal. Hier genügt vielleicht schon eine Inspektion. Ich bin nicht ganz sicher. Ich hoffe mal. Kann gerade so, als wäre irgendwo was explodiert. 3 Minutes overdue. Ah, da ist schon einer. Perfekt. Okay, der wartet jetzt wahrscheinlich, bis das fertig ist, ne? Ja, okay. Kann er gerne machen. Wir machen trotzdem noch ein bisschen Geld, auch wenn wir das gerade refurbished haben. Das ist schon mal gut. Ich dachte, das könnte trotzdem Probleme geben. Hier muss dringend mal noch ein komischer anderer Ride hin. Dauert noch approximately 14 Tage. Das geht. Das geht ja alles noch. Mein Tee ist nur gleich alle. Ist aber auch schon kalt, muss man dazu sagen. Okay, wir haben ein bisschen Geld tatsächlich trotzdem gemacht. Das ist gut. Das geht noch so. Damit kann ich gerade noch so leben. Die Hüte, die verkauft werden. Die ganzen Shops, die machen alle... Oh, die machen richtig viel Geld. Holy crap. Na, ja, bei euch geht's so. Der andere Laden macht deutlich mehr Geld. Das hier, die macht auch noch Geld. Perfekt. Und die Milchshakes gehen auch gut weg scheinbar. Na gut. Das heißt, das passt schon mal alles. Das ist alles völlig okay. Was aktuell nicht so okay ist, ist der ganze Rest. Also, ne, das Ding macht tatsächlich, das macht immer noch miese, ne? Das ist nicht gut. Vielleicht hilft das, wenn wir jetzt hier einen neuen Crazy Ride dazu packen. Kickflip. Na gut, das ist schön. Wir können tatsächlich noch so ein neues Ding erforschen, aber wir machen das erstmal nicht. Gucken wir jetzt mal, wie viel der Kickflip kostet. Der ist wahrscheinlich sogar ganz schön teuer. Der ist ganz schön teuer. Egal, komm, den kriegen wir hier hin. Ruckel. Jetzt mal noch ein bisschen drehe, aber ich möchte ihn noch weiter verschieben. Ich möchte ihn nur schon mal gedreht haben. Ich hätte ihn gerne irgendwo. Na? Da so hin. Oh, der wurde ein bisschen erhöht. Das war grundsätzlich nicht unbedingt, was ich geplant hatte, aber meinetwegen. Entrance kommt dahin. Hier so. Und der Ausgang kommt irgendwo da so hin. So. Und natürlich noch das Ganze hier fertig bauen. Können wir das auf die richtige Höhe basteln? Camera follow and center. Camera moves freely ist mir irgendwie gerade lieber. Okay, so geht's automatisch. Na gut. Flup, flup, flup. Nicht? Dammit, das geht so nicht. Da müssen wir noch einen in diese Richtung bauen. Damit sich das irgendwie lohnt. Da, diesmal kann ich gar nicht mehr. Warum geht das jetzt nicht? Ist too uneven for path. Das ist schlecht. Nein. Okay, so geht's nicht.
Kann ich das so machen? Nicht? Den kann ich auch nicht. Dammit! Na gut, dann machen wir das jetzt wieder so, so. So, so. So. Und so. Sehr schön. Und dann wird das Ding geöffnet natürlich. Wir haben leider nicht besonders viel Geld für Szenerie, aber wir werden trotzdem mal zusehen. Machen jetzt einfach ein bisschen Western-Szenerie dahin. Würde ich mal so sagen. Pam. Zum Bleistift eine Lokomotive. Die würde ich gerne da so vorsetzen. Geht das wohl? Die so da hinzusetzen? Schon, ne? Pam. Eine Lokomotive. Noch so ein Iron. Upala. Ein komisches Iron Wheel dahin, wollte ich sagen. Müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen drehen. Warte mal, wenn wir das irgendwie so drehen. Oh. Nee, so hilft das natürlich überhaupt nicht. Das müssen wir noch ein kleines bisschen irgendwie nach oben ziehen hier. So. Und jetzt noch ein bisschen wieder zurückdrehen. Wenn es aussieht, als würde es auf dem Boden liegen, war eigentlich so der Plan. Egal, so passt das schon. Ist natürlich die Szenerie hier ziemlich crap, aber da, hier kommen direkt die Leute auch. Das ist so ein Ding, wo die Leute direkt kommen. Jetzt ist schon wieder der Filter ausgegangen. Arrgh. Jetzt mal, wenn ich das wegdrücke, sind natürlich die Filter aus. Warte mal, das kann ich noch da drunter setzen. So. Da drunter, habe ich gesagt. Geht so nicht. Pass mal auf, Moment. So, plöpp. Jetzt möchte ich das Ding kurz anwählen. Nicht, ne, nicht das hier, sondern... Genau. Flupp. Was ist das ungefähr? Nee. Ein bisschen wieder zu... Oder? Doch, so passt es. Und dann noch ein kleines bisschen nach... Nee, nach unten geht gerade nicht. Sonst sieht das seltsam aus. Das sieht sowieso noch ein bisschen seltsam aus. Also richtig kann die nicht da drauf fahren, oder? Wenn ich mir das so angucke. Passt schon. So, pam. Na, jetzt weht das auch ab. Okay, sieht doch ganz schick aus, finde ich. Das passt doch so. Das sieht ja cool aus. Das kenne ich persönlich auch noch nicht, muss ich sagen. Nature? Noch ein, zwei Bäumchen hin und so. Pam, pam. So. Und ein paar Kakteen. So. Sieht schon ein kleines bisschen besser aus. 21 ist nicht viel. Aber es sollte vielleicht reichen, um die Leute dahin zu locken. Das ist ja der Plan. Verhedder ich hier meinen Teebeutel in meiner Tasse. So, der arme Snizzle hat keinen Tee mehr. Irgendwo gibt es schon wieder eine Nachricht. Da oben. Na? Da oben. New Research Project Available. Available. Können natürlich jetzt langsam auch wieder anfangen. Coaster schon mal. Region Tropical Flora. Naja, nicht so, ne? Kann ich alles nicht so brauchen. Ist das jetzt höher oder ist es niedriger? Ich habe das Gefühl, das ist niedriger als vorher. Hatte ich vorher 600 oder 800? Ich habe nämlich irgendwie im Gefühl, ich hätte 800 gehabt. Scheint aber nicht der Fall gewesen zu sein, ne? Weil sonst, da steht ja, dass das plus 20% hat oder so. Lass mich raten, du bist fast kaputt. Nun, es geht so. Es geht so. Das ist auch schon wieder irgendwie... Mann, ey. Ich weiß gar nicht, ob das durch die Inspektion überhaupt irgendwie wieder hochgeht, aber... Das ist quasi kaputt. Ja. In dem Moment, wo ich es gedrückt habe, ne, ist es kaputt gegangen. Es ist super, ist das. Ah, oh, die ganzen Geräte, wie schnell die alle kaputt gehen. Nicht schön, gar nicht schön. Nicht garantiert an dem Szenario. Das hatte schon irgendwie so ein... Das klang schon so.
Na, hier die Toiletten. Last month profit 100. Monthly running cost. Achso. Ah. Lifetime guest sales. Wir können natürlich mal da ein bisschen hier 50 Cent bezahlen, zum auf die Toilette gehen oder so. Geht ihr dann trotzdem noch auf Toilette? Man weiß es nicht. Wir schauen mal. Muhaha. Ist das zu? Nein, ich dachte gerade, das wäre zu. Will ja wohl sagen, ne? Nicht meine Burgerläden zumachen. Dann ist aber vorbei. I'm so good. Toilet Block 2 is free. Not anymore. Not anymore. Ja, Mist, ne? Ihr müsst auf Toilette und das kostet was. Haha. Toilet Block 2 costs money, at least it's not too much. Ja. So ist das Leben manchmal, ne? Manchmal muss man auch für die Toilette bezahlen. Bam! Bam! Monolith, Beta, das Easy Objective ist fertig. Park Rating Change ist ein bisschen runtergegangen. Möglicherweise, weil wir die Toiletten teurer gemacht haben. Oder weil die was kosten. Ich mach's mal wieder aus. Das war nur so. Einfach nur so. Zum mal gucken. Insanity ist wieder heile. Sehr schön. Wir haben noch einen komischen Easy Pinöbel gekriegt. Das ist schön. Das als nächstes müssen wir 4000 Dings machen. Und wir müssen eine ziemlich gute Achterbahn bauen, glaube ich. Weil Excitement 5, 4, 4 und 6 Nausea. Keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist jeweils, aber es klingt erstmal alles ziemlich viel. Von dem her. Huch, Hilfe. Achso, ich habe da irgendwas angedrückt. Das wollte ich nicht. Wir brauchen aber noch eine Menge mehr Geld, glaube ich, wenn wir uns sowas leisten können wollen. Oh, jetzt ist der Cube schon wieder kaputt. Wir können natürlich einfach nochmal was erforschen und gucken, ob wir vielleicht schon mal eine kleine Achterbahn gebacken kriegen. Warte mal, wenn ich jetzt tatsächlich hier so eine Achterbahn nochmal erforsche. Coaster, Coal Transporter, Backride. Wir erforschen mal dieses Ding. Das dauert ein Weilchen. Aber. Wir sind übrigens tatsächlich wieder gefallen, ne? Dammit. Oh, 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 halt. Oh, die Leute kommen mir nicht wieder raus. Oh. Oh Gott, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das sehe ich ja jetzt erst. So. Eieiei, okay. Jetzt aber. Puh. Gut, dass das da steht. Sind die jetzt so lange schon damit gefahren? Ja, wir kommen hier nicht wieder raus. Schade, ne? Lifetime Profit minus schieß mich tot. Das hat, glaube ich, auch. Ja, das hat noch hat das Lifetime Profit minus, aber inzwischen stehen mehr Leute an. Jetzt macht es langsam Gewinne, wo das Ding da auch steht. Perfekt, perfekt. Sehr gut. Das macht auch Profits, das macht auch Profits. Ne, Lifetime Profit minus. Ja auch. Da auch. Crazy. Du hast schon wieder raus. Die Dinger sind einfach Crap, die da hinten stehen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ihr seid doof, seid ihr. Mist. Ganz, ganz grober Mist. So, ich mache mal wieder schnell. Plöpp, damit wir vielleicht ein bisschen Geld kriegen. Wobei gerade hier der Monthly Profit irgendwie runtergeht. War nicht so schön. Wie sieht es denn nicht bei den Guests? Bei meinem Staff wollte ich gucken, wie es aussieht. Ah, okay, den geht's auf jeden Fall. Ist schon wieder. Es geht die ganze Zeit irgendwas kaputt. Wahrscheinlich wäre es am cleversten, die Dinger einfach zu verticken oder so. Ganz ehrlich, ich mach das jetzt teurer. Damit das irgendwie noch Profit bringt, müssen wir das jetzt teurer machen. Ich glaube, bei dem hier eigentlich auch. Wenn ich mir das so angucke. Das wird jetzt auch teurer. Bam. So, das Ding ist kaputt.
Das macht aber langsam, es beginnt zumindest langsam Profit zu machen, von daher ist das okay, denke ich. Das brauchen wir erstmal nicht teurer machen. Muss es trotzdem erstmal irgendwie repariert werden. Da ist aber auch schon einer da. Hier kommt langsam eine ordentliche Schlange zusammen, das ist auch schön. Wir machen gerade Minus. Langsam wird es wieder mehr, aber... Na gut, es waren natürlich auch gerade mehrere Sachen kaputt. Kein Wunder. Das wird wieder nicht viel diesen Monat, ne? Dammit. Ah, unser Park-Rating ist zumindest etwa... Was? Park-Rating Change plus 81. Aber wir sind weniger? Wir haben weniger? Was? Das finde ich aber strange. Most profitable Ads Fantastic Four. Most profitable ride Insanity. Okay. Aber ein großes Problem ist, dass wir immer noch diesen blöden Loan haben, den wir zurückzahlen müssen. 80 Monate dauert das. Wir können natürlich anfangen, mehr zurückzuzahlen, aber ich glaube, ich möchte wirklich erstmal noch Geld machen, damit ich irgendwie es gebacken kriege, mal einen Coaster zu bauen. Und ja, ich weiß, ich erforsche sogar gerade noch einen. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass wir da vielleicht einen möglichst günstigen erstmal zusammengebastelt kriegen. Also quasi einen Blueprint kriegen für einen sehr, sehr günstigen. Damit wir den dann erstmal bauen können. Das wäre, glaube ich, am sinnigsten. Und ich glaube auch, den werde ich irgendwo hier zwischen vielleicht sogar setzen. So, dass der vielleicht darüber geht oder so. Aber nicht so, dass ich das hier direkt öffnen muss. Weil dann verteilt sich hier der ganze Kram noch ein bisschen mehr. Und dann weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Ich habe das Gefühl, das wäre sehr, sehr ungünstig, wenn sich unsere Besucher noch weiter irgendwo verteilen würden. Hier oben könnte man vielleicht auch sowas draufbauen. Das wäre auch ziemlich cool, ne? Hier oben drauf und dann die Schlange hier so runter oder so. Oder in die Richtung. Oder hier. Hier wäre das eigentlich total cool, wenn wir nach hier unten bauen. Das hätte voll was. Finde ich. Wäre gar keine so blöde Idee. Und es wird auch langsam wieder mehr Geld. Parkmanagement ist eine ganze Menge. Was da drauf geht, es sind, glaube ich, immer noch... Es ist hauptsächlich, glaube ich, tatsächlich der Staff, ne? Wir zahlen eine ganze Menge. Das sind 300. Das ist nicht so viel, was wir dafür ausgeben. Scenery Cost geht auch noch. Hier die Staff Wages, die sind inzwischen ganz schön in die Höhe geschnellt. Und da ist der Whirling Rig kaputt. Oh, immer wenn man gerade Geld macht, geht irgendwas kaputt, ne? Aber es wurde auch sehr schnell wieder gefixt. Muss man dazu sagen, es wurde sehr, sehr flott gefixt. Really plain looking queue. Oh, das ist tatsächlich traurig, wenn das der Fall ist. Können wir eigentlich... Ja, komm. Das kostet ja tatsächlich nicht so viel. Wir werden mal die restliche Zeit dafür nutzen, vielleicht das hier ein bisschen schicker alles zu machen noch. Vielleicht hilft es ja irgendwie. Mehr Western-Stuff. Wir haben hier schon ganz viel Western-Stuff. Dann können wir noch was dazu bauen. Fitch. Was ist eine... Okay. Quick-Churns. Ja, meinetwegen. Ein Luggage-Trolley. Ein Boiler. Iron-Boiler. Eigentlich ganz schick aus, ne? Echt, den kann ich nicht hier oben hinsetzen. Das Problem ist, hier an der Queue kann ich auch nicht so richtig viel hinbauen, ne? Pam. Und noch da so einer neben. Pam. Weiß nicht, wie viel das hilft. Wir sind immer noch bei 26%. Das ist immer noch nicht viel. Genauso wie das hier auch... Nee, doch nicht. Das ist nicht mehr im roten Bereich. Das zumindest. Wir sollten hier zumindest noch irgendwie versuchen, aus dem roten Bereich rauszukommen. Ich glaube, das würde helfen. Nature. Ein paar von denen dahin. So, oh. Der ist vielleicht ein bisschen groß. Er ist ein bisschen kleiner. Den können wir noch dahinter setzen. Das hilft echt nicht viel, ne? Ich glaube, ich habe das noch nicht so richtig raus, wie das funktioniert mit den... Ich könnte natürlich noch ein paar Special Effects da vielleicht hinsetzen. Warte mal.
Nee. Visity ist schon mal gut. Sparks. Die Sparks sind irgendwie noch am schicksten, ne? Blup. Nee. Bzzzt. Ja, noch mal so ein Ding hin. Bzzzt. Macht es das besser? Ja, 37. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Das ist schon besser. Dann wird die Queue ja nicht mehr so völlig langweilig aussehen. Wir machen gerade negatives Geld mal wieder. Fange ist voll. Die Rick. Das ist das da hinten, ne? Das ist dieses Ding. Ja. Aber so voll ist die Schlange gerade gar nicht. Können natürlich ein paar Schlangen theoretisch hier, die zum Beispiel, könnte man hier noch ein bisschen optimieren, ein bisschen länger machen, aber Ich weiß nicht, ob sich. Wobei, das ist eigentlich immer voll, ne? Wenn ich hier die Schlange ein bisschen größer machen würde. Hier noch so ein bisschen. Außen einmal rum. Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Dann würden die Leute da halt anstehen eine ganze Weile. Das dauert halt nur 5 Minuten aktuell. Bei anderen Sachen, da stehen die irgendwie eine halbe Stunde für an oder so. Von daher könnte ich das theoretisch mal machen, oder? Warte mal, ich mach das Ding mal zu. Erstmal machen wir das zu. Auch wenn das die Leute wahrscheinlich hässlich und blöd und doof finden. Aber damit wir die Queue verlegen können, ist das wahrscheinlich gar nicht so blöd. Moment, nenn nicht Move. Wie kann ich das denn machen hier? Options? Enable Priority Path. Place Priority Path Entrance. Place Priority Path Exit. Funktioniert das? Connect the Priority Path Queue. Aha. Und dann kann man da wahrscheinlich von außen irgendwie so nebenlang gehen, wa? Sehe ich das richtig? Das will ich aber gerade gar nicht. Ich möchte gerne eine normale Queue bauen. Mal ganz davon abgesehen, dass hier schon mal einer so lange das da machen kann. Disable Priority Pass. Enable Priority. Nee, Equal Priority. Okay. Ja. Muss ich da jetzt einfach nur... Das kann ich wahrscheinlich einfach so machen. Mache das mal im Pause-Modus. Wäre das mal so lange hier. Nee, nicht das. Das hier brauche ich. Blöpp, okay, perfekt. So geht das. Dann machen wir das nämlich so.